Ist natürlich heutzutage unheimlich schwierig geworden, weil die Menschen ja auch so dressiert worden sind, wie zum Beispiel, dass alle bei Amazon kaufen, gehen alle zu Booking oder HS. Das ist natürlich schwierig, wenn man natürlich ein super Produkt hat, was nicht nur durch Mundpropaganda rumspricht. Wenn man super Kanäle, die füllen kann, auch mit Informationen, kann man vielleicht auch gegebenenfalls darauf verzichten. Man kann aber auch den Buchungsportalen, sage ich mal, bis 50% der Belegungen das geben und das den Rest selber verkaufen. Das ist ja auch eine Strategie. Ja, ich habe ganz klassisch Hotel gelernt, beziehungsweise eigentlich Restaurant. Bin dann, jetzt muss ich mal selber drüber nachdenken, war dann in einem 5-Sterne-Hotel. Dann war ich mal zwischendurch mal Maritim in einer großen Kette. Dann bin ich wieder zur Relaxa, wo ich vorher schon mal kurz war. War dort 6 Jahre im Rollage und bin jetzt seit 14 Jahren Direktor im Hotel Bellevue in Hamburg. In der Zeit hat sich das halt so ein bisschen entwickelt, dass wir auch mal eine neue Webseite machen und so. Das war alles ein schwieriges Thema vor vielen Jahren, das überhaupt mal frisch zu machen. Und dann haben wir halt beschlossen, die Webseite neu zu gestalten. Und seitdem sind wir da eigentlich ganz gut am Ball und machen auch alle 2 Jahre spätestens mal einen Relaunch, einen kleinen. Also immer Stück für Stück, Stück für Stück, nie einen riesengroßen. Immer so, dass es so ein bisschen angepasst wird an die aktuellen Tools, die es gibt. Und was ist halt vor ein paar Jahren war halt ein kleines Bild in. Heute brauchen wir riesengroße Bilder, brauchen wir Videos und so. Das versuchen wir alles anzupassen. Und jetzt machen wir gerade wieder einen kürzeren Relaunch, wo dann eben auch Videos mit eingebunden werden, große. Haben wir auf jeden Fall. Die Seite ist mobil, das ist aber auch schon seit ein paar Jahren jetzt. Das haben wir natürlich gleich mitgemacht im Zygos Relaunch und auch wieder immer wieder angepasst. Ich mache jetzt nicht 14 Jahre lang Online-Marketing. Ne? Also vor 14 Jahren habe ich, glaube ich, meine erste, 14, vielleicht auch 13 Jahre meine erste Bewertung kommentiert, die ein Gast bei uns abgegeben hat. Aber das Online-Marketing selber mache ich jetzt seit 7, 8 Jahren. Da haben wir den großen Relaunch gemacht. Und habe das aber inzwischen auch schon wieder abgegeben. Die Frau Sabrina Keller macht das jetzt für uns. Und die kümmert sich hauptsächlich um die Website tatsächlich und Newsletter-Versand. Ja, genau, das gab es damals schon. Das fing damals an mit, ich glaube, Ciao.com war die erste Bewertung, die ich bekommen habe. Ich weiß gar nicht, ob es das Portal heute noch gibt. Dann kam natürlich Holiday Check, was wir am Anfang ganz doll beackert haben. Und wir machen halt heute, wir kommentieren immer noch unsere Bewertungen. Das macht aber jedes Hotel natürlich individuell, damit das eben auch gerecht ist auf das, was da passiert letztendlich. Weil ich kann keine Kommentierung für München schreiben, weil das dann auch nicht authentisch ist. Und ich müsste dann auch jedes Mal anrufen und fragen, was war da jetzt los oder was soll ich daraus schreiben. Deswegen macht das jedes Hotel eigentlich für sich. Also wir reagieren auf jede Bewertung. Ja. Es wird jede Bewertung kommentiert, egal ob negativ oder positiv. Damit der Gast eben auch eine Wertschätzung dafür bekommt, dass er sich die Zeit nimmt dafür, tatsächlich das zu machen. Und wir haben jetzt das auch ein bisschen umgekehrt und haben jetzt einen Hotelreporter seit 2 Jahren. Wenn man bei uns wohnt, kann man danach einen Bericht schreiben, der wird nur auf unserer Webseite veröffentlicht. Und der Gast kriegt je nachdem, was er geschrieben hat, wie viel, 25, 50, 75, 100 Euro dafür als Hotelgutschein und kann ihn beim nächsten Mal wieder einlösen. Was natürlich dann auch für viel Content sorgt, der auch authentisch ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Man motiviert ihn natürlich dadurch und man gewinnt ihn auch wieder als Gast. Wenn das nächste Mal kommt, dann braucht er ja nicht nur 100 Euro für das Zimmer, sondern bleibt er gegebenenfalls auch mal eine Woche in einem Ferienhotel und dann macht er auch wieder Umsatz. Ne? Das ist für ihn dann so ein Goodie, dass er ein bisschen was spart für den nächsten Aufenthalt. Und je nachdem eben, wie umfangreich das ist, ob das mit Bildern ist, ob das mit Tipps ist für andere Urlauber, danach ist es halt gestaffelt, wie viel Geld er, also was für einen Wertgutschein er bekommt. Es gibt ja kein Bargeld dafür. Ja, werden da auch geteilt, je nachdem, ob das Hotel das jetzt macht oder nicht. Das, weil die Social-Media-Kanäle werden auch von den Hotels selber bespielt. Das macht keiner zentral, außer für die Zentrale natürlich. Es gibt eine zentrale Webseite für alle Hotels. Das mache ich noch zurzeit. Und da werden die auch manchmal gepostet, je nachdem, wie das gerade, ob man auch eine schöne Überschrift hat oder so. Wenn das ein ganz normaler Bericht ist, sagen wir, den kein, wo nichts Dolles drinsteht, dann brauchen wir es auch nicht posten. Also es muss ja irgendwie spannend sein für die Leute, die es lesen. Ne? Nein, das machen wir gar nicht. Also wir haben es auf jeder Rezeption stehen Flyer mit dieser Information. Es steht auf der Webseite, es steht auf der E-Mail, die die Gäste bekommen, bevor sie anreisen. Da steht das alles drin. In den Newslettern steht es immer drin. Das ist ein fester Bestandteil dieser Hotelreporter. Und dadurch kommt das halt zustande. Also wir machen auch nicht so viele tatsächlich, aber es ist schon so, dass wenn es Leute machen, es immer ein guter Content ist eigentlich. Also auch umfangreich. Es schreibt keiner nur 3 Zeilen. Es ist wirklich so, dass sie natürlich auch den besten Gutschein haben möchten. Ne? Das ist super authentisch. Noch besser geht's nicht. Und es ist besser, wir machen das bei uns auf der Seite, dann haben wir den Content und nicht Holiday Check oder irgendjemand anderes. Ne?
Ist natürlich heutzutage unheimlich schwierig geworden, weil die Menschen ja auch so dressiert worden sind, wie zum Beispiel, dass alle bei Amazon kaufen, gehen alle zu Booking oder HS. Das ist natürlich schwierig, wenn man natürlich ein super Produkt hat, was nicht nur durch Mundpropaganda rumspricht. Wenn man super Kanäle, die füllen kann, auch mit Informationen, kann man vielleicht auch gegebenenfalls darauf verzichten. Man kann aber auch den Buchungsportalen, sage ich mal, bis 50% der Belegungen das geben und das den Rest selber verkaufen. Das ist ja auch eine Strategie. Und genauso gut kann es für ein kleines Hotel, das habe ich vor vielen Jahren schon mal hier auf dem Destination Camp gesagt, für ein 20, 30 Zimmer Hotel kann es auch eine Strategie sein, sich nur darüber zu vermarkten. Weil am Ende des Tages kostet eine Homepage Geld, es kostet Geld, die zu bespielen, Inhalte zu füllen, etc. pp. Über Google AdWords brauchen wir uns gar nicht unterhalten, das ist viel zu teuer für kleine Hotels, meiner Meinung nach, weil sie gegen die großen Portale eh nicht anstinken können. Und deswegen könnte die Strategie genauso sein, ich vermarkte mich nur über diese Portale und kalkuliere das halt in meine Preise mit ein. Aber ich muss eben auch die Möglichkeit haben, das einkalkulieren zu können. Nee, wenn wir auf jedes Pferd aufgesprungen wären, wären wir wahrscheinlich schon pleite. Ja. Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt, wir machen zum Beispiel über unseren Website IBE-Anbieter, machen wir schon Advertising, aber ein bisschen gezielter und dann eben mit Bannern und so. Das machen aber auch nicht alle Hotels, nur die, die es tatsächlich möchten und da eben auch den Sinn drin sehen, dass sie sagen, für sie bringt das schon was. Und das ist auch gut messbar. Ja, das ist eine super Sache eigentlich. Aber es entscheidet bei uns jedes Hotel für sich selber, ob sie das machen oder nicht. Nee, das macht der IBE-Anbieter, das TravelClick, die machen das alles. Es kostet natürlich auch Geld, das ist ganz klar. Aber wir zum Beispiel machen es nicht, wir sind dafür zu klein, meiner Meinung nach. Wir haben 85 Zimmer und Hamburg ist ja noch ganz gut, wird auch schwieriger. Aber ich glaube, es wäre rausgeschmissenes Geld tatsächlich, weil wir es auch noch so befüllen können. Man erreicht die Analoge ja nicht mehr. Also man muss ja schon da total digital werden, was Mitarbeiterfindung auch angeht. Und wir haben aber auch einen Fachkräftemangel und das ist auch das Thema morgen, wo ich hingehe. Und wie kann man dem auch entgegenwirken? Wie macht man den Job interessant, ne? Dass die Leute auch Spaß dran haben und Bock dazu haben, um solche Sachen. Und das ist wirklich schwierig geworden tatsächlich. Mitarbeiterführung ist eines der schwierigsten Themen überhaupt bei uns in der Hotellerie zurzeit.